So, im Radio Juli, da geht es gleich los mit einer Besonderheit. Und zwar am 1.7. gibt es die Alsterdetektive im Radio. Auch selten. Und zwar ist das schon mal der Abschluss vor einer langen Sommerpause von NDR Info im Kinder- und Jugendhörspiel Sonders. Das ist also das Letzte, bis es dann erst im Oktober weitergeht. Das war schön, da haben Sie sich das Richtige rausgesucht. Ja, schöne Bescherung heißt es dann auch rum. Das ist die neueste Folge. Ist so... vom Titel eigentlich nicht so passend. Denkt da so ein bisschen an Weihnachten, aber es ist eine ganz nette Detektivgeschichte. Geht so ein bisschen um mafiöse Strukturen in... der Jugendklassiker, der absolute Jugendklassiker. Ja. Restaurantskandal, ganz typische Jugendkrimi-Geschichte. Geschrieben von Katrin Wiegand und Kai Schwind. Kai Schwind kann man übrigens hören in unserem Special. Das zieht sich wie ein roter Faden. Ja. Genau. Sehr schönes Interview fand ich mit Kai Schwind. Ja, auch schön lang. Ja, ist auch schön lang. Abstand das längste und es war sehr unterhaltsam. Gut, Kai Schwind hat auch viel zu erzählen. Also auch relativ viel gemacht. Richtig. In den letzten Jahren. Viele unterschiedliche Sachen und hier hat er auch zum Beispiel die Alsterdetektive. Ich glaube, auf die haben wir ihn gar nicht angesprochen. Stimmt, nee. Ja, 1.7. 14.05 Uhr. Gleichzeitig 14.05 Uhr. Es ist ein bisschen schwierig. Da kommt nämlich Und zitterte wie Espenlaub. Das hatten wir ja gerade schon mal angekündigt. So ein bisschen von Oliver Sturm. NDR-Produktion aus dem vergangenen Jahr. Richtig gutes Ding, das eben vor allem geprägt ist von dieser großartigen Leistung von Claudia Obstadt-Minkes. Ja. Und eine sehr interessante Geschichte. Es ist ein bisschen hin und her. Es ist sehr, sehr verzwurbelt. Es geht um Fiktion, Realität und um Groschenromane, kann man, glaube ich, am ehesten sagen. Das ist Trash im positivsten Sinne. So soll es sein. Man setzt sich wirklich mit dem Trash an sich auseinander auch in dem Hörspiel. Ja, es geht also quasi um einen Drehbuchautor, der ein Skript für einen neuen Plot sucht. Einen trashigen Plot, der sich halt gut verkauft. Und das ist so das zentrale Thema, sag ich mal. Aber es geht halt so drumherum. Es hat halt verschiedene Ebenen und es wird immer ein bisschen wieder aufgebrochen und am Schluss wechselt es dann nochmal und dann nochmal. Das ist, also am Schluss ist es sogar, da kommst du überhaupt nicht mehr mit, wie viele Ebenen da jetzt nochmal aufgedeckt werden. Und das ist herrlich, mit Realität gekoppelt und wunderbar. Sensationell besetzt. Wie gesagt, Claudia Obstadt-Minkes ist dabei, Rainer Schöne und Hans-Werner Meyer. Ja, wirklich ein tolles Ding. Das kann man echt bedenkenlos empfehlen. Ja. Ist ein bisschen komisch, dass das um 14.05 Uhr kommt, denke ich mir gerade. Ja, ist halt HR2. Die haben da irgendwie so einen komischen Hörspieltermin. Ja. Mittags, keine Ahnung. Es geht nämlich auch um abgedrehte Sexorgien. Ja. Passt ja zu Trash. Ja. Trash ohne Sex ist irgendwie halb Trash. Wer es turbulent mag, aber vielleicht etwas gediegener, der sollte dann mal am 1.7. um 18 Uhr in der Figaro. Ja, Figaro gesagt. Apropos. Oha, Vorsicht. Also beim MDR, also beim Kulturkanal des MDR, sage ich jetzt mal. Ui. Was wollte ich denn eigentlich sagen? Du wolltest auf das Hörspiel auf Provisionsbasis hinweisen, dass da um 18 Uhr kommt. Wo nochmal? Im MDR Figaro. Figaro. Ja, und zwar ist es eine Rundfunk der DDR-Produktion aus dem Jahr 1976. Also da kann man davon ausgehen, es ist kein kapitalistisches Hörspiel. Ganz im Gegenteil, es geht dann Es ist ein sozialistisches Hörspiel. Es geht halt um Betrügereien und clevere Betrügereien und sehr wendungsreich und hat einiges an Überraschungen zu bieten. Ist wirklich ein netter Krimi, den man sich gerne mal antun kann. 18 Uhr, Sender weiß ich jetzt immer. Kann man nachlesen. Es überschneidet sich dann. 18.20 Uhr kommt nämlich im SWR 2 Menschliches Versagen von Lukas Hollinger. Ja. Ist das die Ursendung? Nee. Das ist nicht die Ursendung. Die Ursendung läuft am Tag davor im Juni. Das hatten wir so, im letzten Monat immer reingenommen. Das läuft auf DRS2 am 30. Juni um 21 Uhr und wie gesagt am 1.7. dann auf 18.20 Uhr auf SWR 2. Ist das mit DRS und SWR? Also die koppeln sich irgendwie immer mehr aneinander. Ja, wir haben also wieder mal eine Koproduktion nach den Grenzfällen in den letzten Monaten, die man da ja am Stück gesendet hat. Gibt es jetzt wieder eine Gemeinschaftsproduktion Menschliches Versagen von Lukas Hollinger. Es geht dabei um die Flugkatastrophe von Überlingen. Wer sich schon noch daran erinnert, das war diese Geschichte mit dem Fluglotsen, der später von einem Angehörigen einer Passagierfamilie umgebracht wurde. Und das jährt sich jetzt am 1. Juli zum 10. Mal. Also das ist dann genau 10 Jahre her, an dem Tag, an dem das Hörspiel läuft. Und das arbeitet diese Situation etwas auf. Ich habe es schon gehört. Ja, es ist weniger erzählendes Hörspiel, es geht halt mehr um die psychologische Ebene dahinter, zwischen die Schuldfrage und dieser Moment wird halt besonders herausgestellt, in dem das Ganze passiert und man versucht, so ein Erklärungsmuster zu finden. Das ist ganz nett gemacht. Es hat auch so eine erzählende Komponente drin, von der man sich fragt, was die eigentlich da soll.
Das hat aber dann eigentlich später, schließt sich dann der Kreis, indem man halt so quasi sagt, dass diese erzählende Komponente da eigentlich tatsächlich nichts zu suchen hat. Also das stellt die erzählende Komponente selbst fest. Finde ich einen ganz, ganz netten Kniff da drin. Das ist ja Metaebene hoch 20. Ja. Das ist schon sehr gelungen. Und insofern darf man gerne mal einschalten, wer die ausgetrampelten Hörspielpfade mal verlassen möchte, der ist da genau richtig. Ja, dann hat man im letzten Monat, war das glaube ich, ja Bruno Chef de Police angesprochen, dass wir ja beide ziemlich gut fanden. Und da habe ich dich noch gefragt, oder habe ich noch so gesagt, wäre ja schön, wenn das, wenn es noch mehr von der Nummer gäbe. Und es läuft tatsächlich am 2.7., 21.33 Uhr, der Montagstermin beim Deutschlandradio Kultur, Grand Cru oder Grand Cru, Grand Cru. Von Martin Walker, in dem es eben wieder um Bruno geht. Ja, diesmal ist Bruno allerdings von Wolfgang Koch gesprochen. Martin Lindow war es ja im ersten Teil. Mir fehlt in diesem zweiten Teil, fehlt mir so dieses Flair. Der erste Teil hatte so ein richtig französisches Flair, so richtig war die Stimmung da irgendwie so ganz besonders. Und dieser zweite Teil geht zwar jetzt auch wieder in die Provinz in Frankreich und so vom Inhalt stimmt das auch alles, aber irgendwie fehlt das da, dieses Flair da. Das ist halt so einem normalen Krimi, der ist nicht schlecht, gut erzählt eigentlich auch, aber dieses Besondere, was der erste Teil hatte, das hat der zweite Teil leider nicht. Und deswegen kann ich es mit kleinen Einschränkungen nur empfehlen. Also guter Krimi, hin und her, kann man nicht anders sagen, aber ja, so das letzte i-Tüpfelchen, was die erste Folge vor allen Dingen ausgezeichnet hat, das fehlt. Ja, dann was gänzlich anderes, also wirklich was völlig anderes, läuft am 6.7., das ist der Freitag, und zwar im WDR 5 um 14.05 Uhr kommt das ganz tolle Hörspiel, Als die Autos rückwärts fuhren, das es ja bei Highscore Music jetzt auch dankenswerterweise wieder zu kaufen gibt. Ja, auf der Suche war nach der LP, das ist ja quasi unmöglich, die zu bekommen, also gefühlt. Eine uralte WDR-Produktion aus 1979, in der es turbulent zugeht, eine total abgefahrene Geschichte. Es ist im Endeffekt so ein bisschen so verrückt wie Mopsy Mops. Also ja, von diesem wilden, bunten, knallbunten Zeug, das da reingeschmissen wird an Ideen und an Geräuschen und ja, und ganz, ganz tolle Musik. Und das Ding ist von Henning Fenske. Wer ihn noch kennt, ehemals Sesamstraße, da kennen wahrscheinlich die meisten her. Auch ein recht bekannter Kabarettist, seit einigen Jahren ein bisschen untergetaucht. Also jetzt habe ich in der letzten Zeit wieder zu mal im Fernsehen auftauchen sehen. Und es kommt Teil 1. Eine Woche später kommt dann Teil 2, auch um 14.05 Uhr. Ja, das war so das Erste, was Highscore wieder ausgegraben hat, in einer langen Serie. Da kam ja dann noch später Van Dusen und... Was bestimmt auch nicht so einfach war mit der Musik vor allem, kann ich mir vorstellen, dass er da schon mal trainiert hat, ein bisschen für Van Dusen. Das Hörspiel hat damals den Preis der deutschen Schallplattenkritik bekommen. Also, und es ist wirklich typisch 70er. Also das ist so, das riecht so ein bisschen so nach Prilblumen. Da bist du sprachlos. Ich bin gerade sprachlos, ja. Weil ich mich gerade wieder so ein bisschen reingedacht habe, als ich das erste Mal gehört habe, da bin ich wirklich überfahren worden. Ja. Ich glaube, da habe ich Mopsy Mops noch nicht gekannt. Rückwärts überfahren worden. Ja, also wirklich ein cooles Ding. Eine Ursendung, die wir noch nicht gehört haben, aber zumindest mal allein vom Regisseur, der verspricht da schon gut zu werden, und zwar ist das Sven Stricker, der bringt Klassiker Reloaded von Matthias Käther und André André Hatting. Eine Neuproduktion von Radio Berlin Brandenburg aus diesem Jahr. Das Ganze heißt Klassiker Reloaded. Und es geht darum, dass die Klassiker keiner mehr liest. Und die wehren sich jetzt dagegen und kämpfen quasi gegen die neuen auftauchenden Bestseller. Also es tauchen auf Sherlock Holmes, Dr. Watson, Odysseus, Effie Briest, Hamlet und der Hotzenplotz. Das sind zumindest die, die in der Sprecherliste auftauchen. Besetzt ist das Ganze mit Gabor Bieder, mit Florian Lukas. Ja klar, Sven Stricker, Florian Lukas. Effie Rath sind das dabei. Zusammen. Der RBB, Tatortkommissar Alexander Kuhn, Tilo Schmitz und Felix von Manteuffel darf auch noch den Erzähler sprechen. Das kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr unterhaltsam werden wird. Das klingt wirklich sehr unterhaltsam. Auch die Geschichte, das wird bestimmt was. Ja, dann am 7.7. Mitternachtskrimi. Ja, ist ja nicht wirklich ein Krimi. Ja, also halb. Ist so ein bisschen so halb, ja. Kommt nämlich drei Tage Nordstadt von Philipp Stegers und Benjamin Quabeck. WDR-Produktion aus 2012, brandfrisch. Neu, brandfrisch. Ich rede schon
Es ist quasi der Nachfolger von 12 Stunden Hustle von den beiden Autoren, wer sich schon daran erinnert. Da geht es um die Helden Thorsten und Dennis und die sind diesmal in der verbotenen Stadt gefangen, im Ruhrgebiet. Es geht halt um die Rivalität der beiden Städte. Das ist sehr, sehr witzig. Das zieht sich durch das ganze Hörspiel. Jedenfalls lungern die in der verbotenen Stadt rum und kommen da irgendwie nicht mehr weg und geraten dann von einem Schlamassel ins andere. Sehr, sehr nett, sehr, sehr unterhaltsam. Ist nicht ganz so gut wie 12 Stunden Hustle, das ist ein bisschen spannender aufgrund dieses engeren Settings fand, aber sehr hörenswert. Quabeck Stegers kennen vielleicht noch einige von der wunderbaren Grund GmbH. Ja, die rockt. Ja, auch kurzweilig hörenswert, einschalten. Am gleichen Tag, also nicht um diese Mitternachtszeit, sondern um christlichere Zeiten, um 10.05 Uhr nämlich, im WDR 5, gibt's Morituri von Jasmina Kadra, eine schon etwas ältere WDR-Produktion aus 2002. Das ist diese eine Story aus Algerien, ein Krimi aus Algerien, der also durch dieses ganz besondere Setting geprägt ist. Das ist auch das, was es hauptsächlich ausmacht, dieses besondere Flair, die besondere Situation, wie diese korrupte Polizei in Algerien agiert. Da gibt's halt diesen Kommissar Lob, der halt nicht so ganz so korrupt ist oder eigentlich gar nicht korrupt ist und versucht da in diesem Umfeld Ermittlungen anzustellen. Es geht um die Tochter eines Ex-Politikers, die verschwunden ist und der soll auf die Spur kommen. Kommissar Lob wird gesprochen von Christian Brückner. Da kann man auch schon erahnen, wohin die Reise geht, also wie diese Figur angelegt sein wird. Es hat mich jetzt nicht aus den Socken gehauen, aber es ist ein guter Krimi und vor allen Dingen dieses algerische Setting macht da halt viel aus. Es ist halt ziemlich ungewöhnlich und daher recht originell und kann man daher auch gerne und gut einschalten. Und das gibt's, glaube ich, auch auf CD beim DAV, ne? Genau, das ist bei DAV erschienen. Dürfte so auf irgendwelchen Restaurants mal noch zu bekommen sein. Ja. Dann des Abends gibt's ein Hörspiel von Mario Vargas Llosa. Und zwar im DRS2, eine DRS2-Produktion aus 1997, die ist noch ein bisschen älter. Und zwar Tante Julia und der Kunstschreiber. Das ist Teil 1. Es geht dann wochenweise, das sind 10 Teile insgesamt. Das ist ein richtig langes Teile. Hörspiel, das zieht sich bis in den August rein. Das ist sehr, sehr unterhaltsam. Llosa ist ja Literatur-Nobelpreisträger vor drei Jahren geworden. Ich glaube, vor 2 Jahren. Da hat der Hörverlag hat diese Produktion dann auch nochmal aus dem Archiv gegraben und die kurzfristig aufgelegt. Ist also auch käuflich zu erwerben und sehr, sehr unterhaltsam. Sehr, sehr wendungsreich und sehr clever erzählt. Dauert dann wirklich jeder Teil 74 Minuten? Nee, sind ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch welche, die 68 Minuten dauern. Aber über eine Stunde. Oder es gibt auch welche, die 85 Minuten dauern. Eieiei, das ist ja schon. Also ist schon einiges. Das erlüsset ja fast schon von den Dimensionen. Ja, dann am 8.7. 14.05 Uhr ein Kinderhörspiel im WDR 5, natürlich 14.05 Uhr. Sonntag ist das, ne? Ja. Genau. Eine SWR-WDR-Koproduktion, eine aktuelle von Milena Beisch. Und zwar Anton taucht ab. Ist die Ursendung. Das Hörspiel wird es auch beim DRV geben. Das erscheint zum 1. August. Werden wir dann in der nächsten Orcast-Folge dann wahrscheinlich auch schon was zu sagen können. Ferienhörspiel. Ja, klingt ganz gut. Also es geht um den Anton, der in Urlaub mit seinen Großeltern fährt und da feststellt, es gibt keinen Swimmingpool, nur einen See und in diese trübe Pfütze möchte er einfach nicht. Und das kann dann wohl ein ziemlich ätzender Urlaub deswegen werden. Aber es kommt dann wohl doch ein bisschen anders. Er macht sich mit einem Fisch bekannt und dann scheint es ins Abenteuer zu gehen. Das Buch ist hochgelobt, also ich habe da bisher nur Gutes von gehört und freue mich da schon sehr auf das Hörspiel. Apropos Gutes von gehört. Ja. Gleichen Tag, 17.04 Uhr SR2. Ein ganz tolles Hörspiel, nämlich Die Restlichen von Sabine Schönfeld, ORF-Produktion aus 2010. Also es hat ein bisschen was von... Moment, das wird Sie interessieren. Genau. Also vom Grundsetting her. Bitte? Was wird mich interessieren? Das Hörspiel, die restlichen. Aber du hast es ja auch schon gehört. Ja, das war jetzt ein missratener Gag auf Moment, das wird sie interessieren. Nö, der war nicht missraten. Fandst du, den hätte man verstanden da draußen? Ja, ich kann da so Lacher noch drunter spielen. Das funktioniert dann immer. Okay. Wie man an manchen Hörspielen auch hören kann. Wenn der Lacher danach kommt, dann ist es als Gag markiert. Du Tanzbär, du. Du könntest David Nathan im Russischunterricht geben, ein bisschen, glaube ich. Das R muss gesprochen werden, Brüderchen. Die restlichen, was sind die restlichen? Ja, das ist das, was überbleibt bei Meinungsforschern. Die teilen ja gerne mal die Bevölkerung in Gruppen ein, die bestimmte Meinungen vertreten. Und was dann eben übrig bleibt, das sind die restlichen. Und die Hauptprotagonistin in diesem Fall, Miriam Eichfeld,
komplizierte Heldin, wie es so schön heißt, die kann die Wirtschaftslage nicht einschätzen und gehört dadurch zu den Restlichen. Was sich aber daraus entspinnt, ist nicht, dass sie dann das dann aufgelegt wird. Nein, dann wäre das Hörspiel auch ein bisschen kürzer. Nee, es wird dann immer weiter gefragt und es entwickelt sich dann ein sehr merkwürdiger Dialog, der ins Private abdriftet irgendwann. Ja, und beidseitig dann privat wird und man erfährt dann immer mehr von den beiden Persönlichkeiten und das ist ja, wirklich. Ja, wobei man nie weiß, was ist jetzt wahr und was ist was ist Meinungsforschung? Das ist so ganz, ganz tolles Spiel. Das macht richtig Spaß. Also Sven Philipp und Caroline Peters, wirklich super, super Leistung. Es ist, glaube ich, auch Hörspiel des Jahres geworden. Kann ich mich dunkel erinnern in Österreich. Und das nicht zu Unrecht. Ja, absolut. Ja, dann kommt am Sonntag, genau. Ein Klassiker. Die Klassikerreihe fängt bei SWR 2 an. Da kommen jetzt einige klassische Werke, die der SWR im Jahr 2006 zusammen mit dem Argon Verlag hat produzieren lassen. Beim Argon Verlag sind die ganzen erschienen und der Reihe Klassik jetzt. Das sind die mit diesem Billett auf dem Cover drauf. Genau, die alle relativ gleich aussehen, unterschiedliche Farben haben als Hintergründe und ein Theaterticket mit dem Titel vorne auf dem Links haben. Das ist relativ auffällig. Die sind alle von Leonhard Koppelmann inszeniert. Es geht los mit Emilia Galotti von Lessing am 8.7.1820. Dann etwas, was wir lange vor uns hergeschoben haben. Irgendwie. Genau, ja. Und das du jetzt endlich sowas, gehört hast und gut fandest, nämlich Seelandschaft. Wenn wir so haben, haben wir keine Zeit jetzt für, weil das ist relativ lang mit 85 Minuten für ein Radiohörspiel und es klang immer sehr, sehr sperrig und es ließ sich auch am Anfang immer etwas sperrig an. Ich habe es jetzt dann doch mal für diesen Monat dann mal komplett gehört. Ich habe mich geärgert, dass ich es nicht früher gehört habe, weil ich es wirklich gut fand. Die Geschichte heißt Seelandschaft mit Pocahontas von Arno Schmidt. Ist ein Nachkriegsroman, der 1955 erschien und für Riesenwirbel gesorgt hat, weil er damals als pornografisch eingestuft wurde. Wenn man das heute hört, gut, ich weiß jetzt nicht, wie viel davon ins Hörspiel geflossen ist, aber wenn das alles ist, jo, gut. Da kann man schon mal sehen, wie sich die Zeiten geändert haben. Wie die Zeiten sich geändert haben. Also wenn man das damals als pornografisch fand, oh wei. Aber das fand ich eine total sympathische und gut erzählte Geschichte, die gar nicht so die große Weltpolitik hat, sondern ganz klein ins Private geht und von einer Sommerliebe erzählt. Und das hat total viel Spaß gemacht, das zu hören. Also man ist da immer tiefer eingetaucht. Diese Figuren sind so gut gezeichnet und erzählen so viel diese Erlebnisse aus dem Krieg, die da wieder hochkommen. Und das ist so toll gemacht. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Ist nichts für so nebenbei zu hören. Ist auch nichts, was man mal einfach so wegsteckt. Man muss sich da schon ein bisschen Zeit nehmen und auch ein bisschen eintauchen wollen in die Geschichte. Aber wenn man das macht, da wird man wirklich gut unterhalten. Ja, dann hat Jürgen Becker Geburtstag. Glückwunsch, genau. Den 80. Genau, ein großer Hörspielautor, der viele Hörspiele gemacht hat. Wir erwähnen dann jetzt einfach nur mal, was alles kommt. Also los geht's da am 10.7. beim Deutschlandfunk um 20.10 Uhr. Gibt es das Hörspiel Häuser von ihm. Eine WDR, SDR, SWF Gemeinschaftsproduktion aus 1969. Wird nochmal wiederholt im SWR 2 am 12.07. 22.03 Uhr. Am 11.07. um 20 Uhr DRS 2 läuft der erste Teil von Wolfgang Herrndorfs Chick, einem Hörspiel, was uns im letzten Jahr, glaube ich, richtig gut überrascht hat. Ja, da haben wir ja gejubelt, dass er in der Top 10 bei uns gelandet auch. Ja. Absolut zu Recht. Ein sehr, sehr schönes Jugend-Road- Hörspiel. Sehr besonders von der Stimmung her. Es ist so flockig erzählt. Ja, das macht einfach Spaß. Es macht einfach, total Spaß. Es ist eine sehr originelle Geschichte, muss man schon sagen, weil die Details so sind. Also der Grundplot ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich mit dieser Flucht und dieser Reise da durch den Osten. Aber die Details, die es da halt gibt, die sind halt wirklich wunderschön erzählt und das macht so viel Spaß. Da gibt es auch Schauspieler, die russischen Akzent durchgehend sprechen. Und es garantiert auch nicht nur für pubertierende Jugendliche, sondern da haben echt auch, also wir unseren Spaß gehabt. Wir sind jetzt keine pubertierenden Jugendlichen mehr, oder? Pubertieren nein. Schon noch, aber nicht mehr Jugend. Dann kommt der Radiotatort am 11.07. Diesmal geht es nicht mit MDR Figaro los. Das haben wir ja die letzten Mal jetzt immer. Nee, aber dieses produziert. Mal. Ja, das ist eigentlich total merkwürdig. Denn jetzt hat der BR2 quasi das Vorrecht auf den ersten Sendeplatz. Es geht nämlich am 11.07. 20.03 Uhr im BR2 los. Da läuft nämlich Thilo Refferts Altes Eisen. Das ist ein MDR-Radio-Tatort, der
an die letzten guten Tatorte durchaus anknüpft. Ich fand es vor allem sehr, sehr schön, wie diese Kleingarten-Siedlungsatmosphäre eingefangen wurde. Ja, ich finde auch diese Mischung, also dieses alte Eisen, das taucht immer wieder auf, also in unterschiedlichen Konstellationen. Also es geht einmal um das alte Eisen als Kommissar Jost Fischer, der so quasi zum alten Eisen gehört, diese Kleingärtner Leute, die zum alten Eisen gerechnet werden, halt um altes Eisen an sich, weil es um Schrott geht. Finde ich schon einen cleveren Schachzug. Ja. Also es ist halt so Thilo Reffert, der hat halt immer so sensationell gute Ideen. Und es wirkt nicht reingeknüppelt. Also so Ideen, die drüber gestülpt werden, die wirken ja gar nicht mal reingeknüppelt, in dem Fall überhaupt nicht. Also ja, das ist schön unterschwellig, also es müsste einem auch gar nicht auffallen, so, weil es ist eigentlich auch ein ganz solider Krimi, mal sagen. Bis auf die Auflösung am Schluss, die ist jetzt nicht so spektakulär, aber geht okay. Solide, guter Ratetat. Kann man hören, also wie gesagt, geht los, 11.07., dann eine Woche lang auf sämtlichen Kulturwellen und Wortwellen der ARD und dann einen Monat lang zum Download. Ja, so kann es echt gerne weitergehen mit dem Radio-Tag. Ja. Der macht echt Spaß gerade. Dann kommt das Hörspiel des Monats, des Monats. Des Monats. Aber Hörspielpreis der Kriegsblinden, frisch ausgezeichnet worden. Deswegen ist es auch wieder mal im Programm und wird auch noch des Öfteren auftauchen. Und da werden wir später zu was zu sagen. Und zwar geht es um Testament Shishi Pop. Da kommen wir auch später nochmal zu. Es läuft auf HR2 jedenfalls am 11.07. um 21.30 Uhr. Dann kommt Teil 2 von Als die Autos rückwärts fuhren. Freitags wieder. 13.07. 14.05 Uhr. Genau. Der Hörspielpreis der Kriegsblinden, den gab es auch 1972 schon, und zwar diesmal für das Preislied von Paul Würr. Das sollte man da vielleicht mal erwähnen. Das ist auch wohl eine ganz besondere Hörspielproduktion, die etwas anders ist und die wahrscheinlich bei uns in die Kategorie Kunst gefallen wird. Aber eine Erwähnung ist es wert. 13.07. 21.03 Bayern 2. Wenn ich schon lese, ironisierender Lobgesang auf die bestehende soziale Ordnung, das wirkt schon in der Formulierung so gekünstelt. Ja, aber es ist 1972. Da muss das wahrscheinlich so sein. Ja. Apropos verkünstelt, es läuft auch wieder Kobo Abes, die Frau in den Dünen, das ich ziemlich gut fand, am 13.07. um 22.04 Uhr auf RBB Kultur. Diese sehr symbolhafte Geschichte dieses Insektensammlers, der an die Küste fährt, um einen besonderen Käfer einzufangen und sich dort in dieser Dünenlandschaft verirrt und bei dieser einen Frau landet, die permanent Sand schaufelt, um das Küstendorf vor der Versandung zu retten und sie sich selbst natürlich. Und daran angeknüpft sich die Frage dann nach dem Sinn des Lebens letztlich stellt, ob das denn Sinn ergibt, das zu machen oder ob man denn nicht einfach abhauen sollte. Also ich fand die Geschichte wirklich ganz toll. Es ist super inszeniert, zurückhaltend, aber es passt einfach total gut zu der Geschichte. Aber wie gesagt, man muss ein bisschen, Durchhaltevermögen mitbringen. Also Kai Green inszeniert halt etwas Besonderes, sag ich mal. Also der ist auch weit weg vom normalen erzählenden Hörspiel, wobei es für Kai Green schon wieder fast zu strukturiert ist. Aber es ist schon nicht so ganz einfach, ja. Aber die Story ist wirklich gut. Wie du es geschrieben hast, eigenwillig. Eigenwillig passt am besten eigentlich. Ja, dann zu was Konventionellerem, nämlich einem Georges Simenon-Krimi. Und da weiß man, wenn Georges Simenon da ist, dann ist der Maigret auch da. Der stellt nämlich eine Falle. Würde ich nicht so festschreiben, weil wir haben. Ach stimmt, wir kommen später. Georges Simenon ohne Maigret. Alles stimmt, richtig, Mensch. Aber hier ist es mal Maigret. Da ist es Maigret. Es ist Teil 1 von wie viel Teilen? 2. Von 2. Deutschlandfunk, das heißt wieder 0.05 Uhr. Um 14.05. Umschwapp von Freitag auf Samstag. Ja, es ist ein Krimi, Maigret stellt eine Falle. Das hat mich so von der Aufteilung ein bisschen überrascht. Also es geht um einen Vergewaltiger, der gesucht wird und der relativ schnell und unkompliziert gefunden wird. Und zwar schon am Ende des ersten Teils. Also nach 42 Minuten Spielzeit steht eigentlich fest, wer der Täter ist. Und im zweiten Teil geht es dann quasi nur noch um die Überführung dieses Täters. Und da stellt halt Maigret die Falle. Ja, ich fand es ein bisschen dünn, würde ich mal sagen. Also es ist typischer Maigret-Fall, also so dieses französische Flair. Das ist alles ganz, ganz gut abgebildet. Aber so der richtige Kniff und so die Überraschung und vor allen Dingen das Tempo und so dieses... Das hat mir so ein bisschen gefehlt. Ganz ehrlich, das habe ich bei Maigret irgendwie noch nie gehabt. Dass mich da einer zumindest selten, hat. Das stimmt, ja. Aber hier, das fand ich halt jetzt extrem, weil eigentlich der Spannungsmoment schon inmitten des Hörspiels ist und es von da dann quasi dann nur noch etwas zermürbend darum geht, jetzt da dem quasi das nachzuweisen und das halt quasi in der Verhörsituation ist. Also eigentlich stimmen alle Indizien.
bisschen, eigentlich ist alles in trockenen Tüchern, aber und der Fall ist dann auch sag mal, ein bisschen merkwürdig konstruiert, weil die Täterfigur dann doch schon so eigentlich skurril ist, dass es schon ein bisschen zu aufdringlich ist. Aber ja, wer Maigret mag, der wird damit Spaß haben, weil das ist eigentlich so Maigret, wie man kennt. Dann hat Jürgen Becker immer noch Geburtstag. Genau. Menschen in der Nähe heißt das nächste Hörspiel. Das läuft am 14.07. auf WDR 3 um 15.05 Uhr. WDR-Produktion aus 1973. Genau. Und nochmal, Jürgen Becker. Abends um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Eigentlich bin ich stumm. WDR 82. Dann kommt Teil 2 von Tante Julia und der Kunstschreiber. 14.05. 21 Uhr, DRS 2. Am 15.07. kommt Folge dem Schein. Das haben wir jetzt auch reingenommen, weil wir da in der Rubrik Kunstkacke nochmal drauf zu sprechen kommen. Also man kann schon ahnen, um was es geht. Dann haben wir wieder diesen von Koppelmann inszenierten Klassiker, nämlich Goethes Stella. SWR-Produktion aus 2006, läuft im SWR 2, 15.07., 18.20 Uhr. Ja, die Geschichte hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. In der Schweiz ist man dann ins Archiv gestiegen und hat einen Klassiker hervorgekramt. Und zwar gibt es bei DRS 1 am Montag, den 16.07. um 14.05 Uhr Dickie Dick Dickens, die Schweizer Version aus dem Jahr 1966, den ersten Teil, Teil 1 von 6. Der folgt dann immer montags, den gesamten Juli und am Anfang vom August gibt es dann Dickie Dickens satt. Finde ich ganz großartig. Ich mag ja Dickie Dick Dickens total gerne. Das ist so herrlich überzeichnet und so pompös immer angekündigt am Anfang. Das ist super. Also finde ich ganz toll. Falls da draußen Dickie Dick Dickens-Fans sind, die sollten sich mal auf die Facebook-Seite von Dickie Dick Dickens begeben, weil es da eine Umfrage gibt, ob man Dickie Dickens nicht als Dickie Dick Dickens ist. Läuft das eigentlich bei MDR Figaro? Wie das die Platte hängt. Digi, 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 oder wie so ein Morse-Dingsbums. Ja, und da kann man. Also, Facebook-Seite, von, ja, da gibt es eine Umfrage, ob man dieses Hörspiel nicht mal live auf die Bühne bringen sollte. Als Live-Hörspiel. Da kann man gerne abstimmen. Ich denke, je mehr das tun, desto größer sind die Chancen, dass das tatsächlich passieren wird. Finde ich schön. Ja. Dann 16.07. 21.33 montags Krimitermin im Deutschlandradio Kultur. Gibt es einen Van Dusen zu hören, nämlich der Kopfjäger von Singapur. Ja. Da sind sie gerade in Singapur. Ist eine der letzten Episoden des Van Dusens. Ich glaube, so in den 70ern spielt die schon, also 71 ist das, glaube ich. Also so kurz vor Ende. Und 80. Ja. Ach so, die Serie. Ja. Klar, ach so, die Folge. Ach so, jetzt die Folge. Ja, ja. Also da sind sie kurz vorm Zurückkommen quasi. Oh. Kurz vorm Totenschiff, oder? Das Totenschiff kommt doch da noch danach. Diese Folge, die Michael Koser nicht mag, weil so viele Leute draufgehen. Obwohl es ja so nicht auch beim Kopfjäger von Singapur nicht wirklich. Ja, da geht es wirklich schön in die Richtung. Abgetrennte Arme und abgetrennte Köpfe. Ja, das ist nicht lecker. Macht alles Sinn und Van Dusen ermittelt wieder gegen sture Polizisten. Diesmal in Singapur und ja, sehr nette Story. Hat mir gut gefallen, allein wegen dem Splatter-Faktor. Das ist eigentlich ungewöhnlich bei Van Dusen, ja.